Die Galaxie ist noch lang nicht vorbei, meine Freunde. Wir befinden uns noch in 6-A. Dann müssen wir noch 6-B machen und dann noch das Castle. Also es wird ein sehr, sehr spannender Part. Und damit herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. DS. Und wir gehen sofort rein in die neue Welt. Aber irgendwie funktioniert gerade mein Controller nicht so ganz. Ich weiß aber jetzt nicht, wieso. Achso, jetzt. Okay, okay. Einfach mal kurz draufdrücken. Jetzt klappt's. Astrid Valley. Okay, 6-A. Na dann, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, es geht auf jeden Fall wieder um Asteroiden jetzt ab. Oh mein Gott, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Asteroid oder so? Eigentlich heißt es ja immer Asteroid. Hab ich jetzt immer gedacht. Oder Meteorit. Meteoritenschauer zum Beispiel. Oder habt ihr auch eigentlich schon mal Sternschnuppen gesehen? Also ich meine jetzt so einen richtigen Sternschnuppen. Schauer? Also das sieht wirklich genial aus. Das war erst letztens bei uns hier im Ort. Das war wirklich sehr, sehr geil. Man sagt immer, man soll sich immer was wünschen, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Und wie komme ich jetzt da zum Teufel rein? Wie komme ich jetzt da rein? Das soll mir mal einer beantworten. Kann ich da nicht irgendwie mich ducken oder so? Nö, gar nicht. Hä? Oder gibt es da vielleicht irgendwo einen Schalter, den ich betätigen muss erst, bevor ich da reinkomme? Oder kann ich das vielleicht so zerstören? Nö, sieht nicht so aus. Hä? Also das habe ich jetzt eigentlich nicht ganz verstanden, was da verlangt ist. Nein! Oh Gott, was mache ich denn? Mann, bin ich doof! Wieso bin ich nicht einfach gleich weitergesprungen? Scheiß doch auf diese roten Münzen. Warum will ich die eigentlich mal einsammeln? Ich weiß es selber nicht. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise kriege ich das eigentlich immer gut hin, dass ich diese verdammten roten Münzen einsammle. Aber heute irgendwie nicht. Okay, man merkt schon, der Part fängt wieder super an. Es kann ja nur im Laufe des Parts besser werden. Hoffen wir das doch mal. Aber ich frage mich immer noch, wie ich da an diese blöde Starcoin rankomme. Also ich weiß es eigentlich nicht, wie es funktionieren soll. Vielleicht hat dieser Dude auch was damit zu tun, wenn er mich jetzt nicht gerade erwischt hätte. Ich glaube, damit wäre ich, glaube ich, auf der sicheren Seite. Aber so weit kommt er ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendwo einen versteckten Schalter oder sowas. Nö, also so kann ich mal gar nichts machen. Wieso ist da ein Pfeil nach oben? Ach, da ist der Schalter. Okay, okay. Den habe ich jetzt vorher gar nicht gesehen. Ich dachte, der geht in die andere Richtung. Mein Gott, bin ich dusselig. Ja gut, wer es nicht in den Augen hat, hat es eben in den Beinen. Ja. Oh mein Gott, ich dachte jetzt schon, das fällt jetzt runter, aber alles gut gegangen, alles gut gegangen. So, und jetzt diesmal verzichte ich einfach auf diese bescheuerten roten Münzen. Ach so, so kann ich die umbringen, okay. Okay, ja dann versuche ich es eben nochmal, die einzusammeln. Ja, nee, das schafft man gar nicht. Also ganz ehrlich, da muss man wirklich, wirklich sehr schnell sein. Also gleich auch Stampfattacke nach unten machen, dass das irgendwie funktioniert, weil so klappt es definitiv nicht. Wenn man sich so viel Zeit lässt wie ich. So, jetzt ist nur die Frage, brauche ich diesen Dude da oben oder kann ich den töten? Ich töte den jetzt einfach mal. Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt. Nee, hat sogar noch geklappt. Da hinten gibt es gar nichts mehr, oder? Nö, gibt es nichts. Dann können wir ganz ungehindert hier hinspringen. Und da ist auch schon die Röhre, die uns, glaube ich, weiterbringt. Weil oben war jetzt nichts mehr und ich glaube, rechts auch nichts mehr. Also, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jetzt mal nichts gesehen. Somit wird da auch nichts sein. Okay, komm Mario, geh runter. Wir haben nicht so viel Zeit, oh mein Gott. Ich habe ganz vergessen, dass der immer seinen Panzer dann aufmacht. Und ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Ach, ich wollte gerade sagen, hier gibt es keinen Checkpoint, aber hier gibt es doch einen Checkpoint. So, bam, 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 bam. Okay, okay. Und rüber, komm schon, komm schon. So, jetzt muss ich nach unten oder nach oben. Das heißt, ich muss mir jetzt hier einfach nur ein bisschen Zeit lassen. So, das oben ist, glaube ich, weg. Ja, perfekt, 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 perfekt. Starcoin gehört mir. Und dann geht's nach unten. Kann ich eigentlich hier wieder springen? Nee, kann ich nicht. Also, wenn es ein normales Level ist und nicht wie das eine vorher, kann man leider nicht weiter springen. Aber man kann sich natürlich auch extrem viel Zeit lassen, weil man eben voll lange braucht, bis man runterfliegt. Okay, das können wir ganz einfach lösen, dieses Problem. Indem wir einfach diese Dinger hier kaputt machen. Ja, wenn wir die kaputt machen, können wir nämlich ganz locker lässig da hochspringen und keinem wird irgendwas getan. Tja, man hat das System ausgetrickst. Ihr seid auch nicht mehr so schlau wie früher, newer Team. Ich habe euch einfach ausgetrickst. So, bam. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dem da unten eigentlich will.
Aber eventuell könnte ich den ja hier brauchen. Oh Gott, der kommt ja da hoch. Ich dachte, der bleibt jetzt da unten stecken und hängt einfach da fest. Aber nein, bleibt er nicht. Er läuft mir einfach hinterher. Und wir hätten es geschafft. Mit sämtlichen Starcoins und natürlich mit dem Ziel sind wir in A fertig. Jetzt geht's ab zu 6-B. Ja, und ich hab wirklich überlegt, ich habe schon voll viele von diesen Toad-Häuschen eigentlich alle übrig gelassen, weil ich die einfach nicht brauche. Ich brauche die eigentlich für gar nichts, oder? Also, Leben haben wir genug, Items haben wir genug. Shape Zone. Ja gut, Items haben wir manchmal nicht genug. Ich glaube, da wäre das eigentlich ganz interessant, wenn ich da in so ein Häuschen gehe. Aber ansonsten ist es eigentlich für mich uninteressant. So, diese Shape Zone macht mich schon mal gar nicht glücklich. Nee. Also, wie man sieht, es ist auf jeden Fall etwas anstrengend. Vor allem, wenn sich dieses Ding ratzfatz bewegt. Man wirklich schauen muss, an welchem Punkt man denn landen wird. So. Was denn? Ich darf das jetzt noch selber drehen? Echt jetzt? Okay. Nein, ich wollte eigentlich das Leben haben. Aber naja, egal, komm. Ich verzichte jetzt auf das Leben. Ehe ich noch drauf gehe. Weil das kann ja jedes Mal bei mir passieren, dass ich drauf gehe. Und jetzt werden die auch noch dreieckig. Ja, ja, ist logisch. Ist logisch. So, da unten ist eine Starcoin. Aber da brauche ich das richtige Timing. Da brauche ich das richtige Timing. Und zwar... Oh Gott, war das knapp. Das war verflucht knapp. Aber dafür haben wir die erste Starcoin sicher in der Tasche. Die nimmt uns auch hoffentlich keiner mehr weg. Also wenn wir mal nicht sterben, dann wird sie uns auch nicht weggenommen. So, und darüber. Und jetzt muss ich das wieder selber machen, als ob. So, da hinten wäre der Checkpoint. Nein, 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 nein. Komm, du sollst doch da hoch. Du musst da hoch. Bitte. So und rüber. Yes, gut gemacht. Gut gemacht und gut gelöst, sage ich dazu nur. Okay, dann geht's noch ein Stück weiter. Ich habe jetzt eigentlich hier in dem Level eigentlich mehr Glück als Verstand gehabt. Kann ich eigentlich immer so sagen. Weil es ist ja bei mir eigentlich hauptsächlich so, dass ich mehr Glück habe als Verstand. Deswegen schaffe ich auch die ganzen Level immer. So, und jetzt einfach runter, einfach runter, einfach runter. Gar nicht lange überlegen. Sondern hier erst runterfliegen. Nein! Und, oh mein Gott, war das knapp. What the fuck? Ich dachte eigentlich, ich könnte noch einen Wandsprung ausführen, aber ich kann das ja gar nicht. Ja, jetzt. Stirb doch, geh weg. Ich habe gedacht, ich kann noch einen Wandsprung ausführen, aber ich kann das ja gar nicht. Es ist ja gar nicht möglich. So. Na, oh Gott. Das war verflucht knapp, Leute. Bäm. Und hier rüber. Okay, jetzt muss ich da oben irgendwie den Schalter aktivieren. Das wird ja ein Spaß. Oh Mann. Oh Mann. Und ich dachte mir jetzt schon, was ist denn jetzt verkehrt? So, komm jetzt rüber. Hallo? Achso, ich muss es in die andere Richtung drehen, okay. Ja, das sagt mir doch mal einer, dass ich das muss. Nein, 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 nein. Ah, es ist echt hier zum Mäusemelken. Bitte. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, mich hier um alles zu kümmern, aber wir haben es geschafft. Okay. Soll ich da jetzt einfach drüber rennen? Also hier muss ich auf jeden Fall runter. Da muss ich runter und da hätten wir auch schon die letzte Starcoin und wir haben es geschafft ins Ziel. Gott sei Dank, endlich im Ziel. Super. Dann wäre es eigentlich doch noch zum Schluss ganz gut hingelaufen, oder? Hat eigentlich ganz gut ausgeschaut bis jetzt. Und jetzt kommt das Castle. Das große Castle von Welt 6. Thornspire Doomship. Okay, es ist schon wieder ein Schiff. Ein Schiff in der Galaxie. Und hinten zwei große Monde. Oh mein Gott, nein. Nicht diese Dornendinger. Ich hasse die. Ich hasse die, oh Gott. Oh my fucking Gott. Ey, das ist sowas von knapp jedes Mal. Dass die mich nicht erwischen, ist auch schon das Einzige, was nicht passiert. So, bam. Kann ich da jetzt einfach ungehindert drüber springen? Also bis jetzt mal ja. Oder sind die da bloß zur Deko? Ja, ich glaube, die sind bloß zur Deko. Dass die ein bisschen verunsichern wollen. Aber das klappt bei mir nicht. So, und wie komme ich jetzt zu der Starcoin? Okay, das klappt ganz einfach. Einfach hier rüber, ganz schnell. Und dann runter und hoch.
Yes! Geschafft! Die erste Starcoin wäre in unserem Besitz. Aber ich denke, der Weg wird noch sehr, sehr viel schlimmer als das, was wir bisher gesehen haben. Weil das ist ja noch bisher gar nichts eigentlich. Oh Gott, wie schnell das zugeht. Okay. Und jetzt! Geschafft! Geschafft! Und Checkpoint! Wuhu! Yes! Checkpoint erreicht! Aber ich bin immer bei diesen Castles so nervös, vor allem wenn es hier um diese Gravitation geht, dass die nicht ganz funktioniert. Oder beziehungsweise halt nur ein bisschen. Deswegen sollte man hier auch... Ja, wie soll ich sagen? Sollte man hier auch unbedingt vorsichtig sein. Oh Gott, gleich weiterspringen. Gar nicht erst warten, sondern gleich weiterspringen, weil man wird durch dieses Schwingen nämlich auch verletzt. Okay, lassen wir das mal so. Einfach... Nein, und ich hab's gerade vorher gesagt. Ich hab's gerade gesagt. Ja, klar, als ob... Nein! Als ob das so schnell zugeht, ey! Oh, wieso kann ich nicht einmal ein Castle schaffen, ohne dass ich mal sterben muss? Wieso kann ich das nicht einfach hinkriegen? So, was kommt als nächstes? Checkpoint. Okay, da unten gibt's wahrscheinlich ein Item. Das heißt, wir holen uns mal hier unser Backup und holen uns dann die Feuerblume. Okay, jetzt darf ich die ganze Chose nochmal machen. Zum Glück hat es mich nicht beim ersten Mal getroffen bei dem Seil. Aber wahrscheinlich jetzt. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder so Glück, dass mich wieder alles trifft. So, verschwinde. Okay. Vorsichtig. Und jetzt nach hinten und dann nach vorne. Okay, ich versuch's mal so. Also ich hänge mich hin. Wenn die dann oben sind, gehe ich rüber. Komm schon. Okay, geschafft. Geschafft und durch. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt muss ich nur den richtigen Moment abpassen. Nein, ich hab's gewusst. Und ich hab's mir gerade vorher noch gedacht, schaffe ich das jetzt überhaupt noch rechtzeitig oder nicht? Aber so wie es ausgesehen hat, eher nicht. Okay, wo ist denn jetzt hier das richtige Timing? Ja, klar, als ob. Komm, verschwinde, du scheiß Koopa-Panzer. Hau ab. Okay. Da wäre eine Röhre. Geht's da schon zum Endboss oder kommt jetzt da noch was? Nee, da ist der Endboss. Alles klar. Da ist der Endboss. Dann war irgendwo davor noch die letzte... Was? König Piranha? Oder beziehungsweise Mutant Tyrannia? Okay, ich glaube, ich muss ihm wirklich auf seinen Kopf springen. Wenn es natürlich so einfach wäre und er irgendwann runterkommen würde. So, und bam. Alles klar. Ich glaube, so kann ich ihn gar nicht verletzen. Nee, kann ich auch nicht. Ich muss eben nur aufpassen, dass er mich nicht tötet. Und bam. Mutant Tyrannia in nur Super Mario Bros. DS. Ist ja furchtbar. Okay, okay. Und bam. Und das wär's gewesen, mein Freund. Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Nimmerwiedersehen. Der goldene Schlüssel gehört uns. Wir können endlich diese grausame Welt verlassen. Wir können sie endlich verlassen. So, Bowser Jr., verschwinde. Ich erwische dich sowieso irgendwann. Also von dem her, du brauchst doch gar nicht weglaufen. Bleib doch einfach gleich bei uns. Und dann können wir das alles schön untereinander klären. Aber wenn du das nicht willst, gut, dann lassen wir das. So sieht also Welt Nummer 8 aus. Okay. So sieht die aus. Also die hat gar nicht mehr viele Level. Die hat bloß 4 Stück. Oder? Nee, die hat noch ein bisschen mehr. Die hat 2, 4, 6, 12. Okay, also gehe ich davon aus, dass es auch hier wieder viel mit Secret Exits gehen wird. Ich gehe mal stark davon aus. Aber wir gehen sowieso erst in Welt Nummer 7.